Das. Ja, Hände ist je nachdem, teilweise. Wobei, wenn er schon in die Hände streut, quasi, dann ist es natürlich richtig mies. Aber hauptsächlich hat er unten. Hände ist schwierig. Was ist das? Ich sehe nichts mehr. Wo bist du denn, Zero? Was ist alles weiß bei dir? Weiß? Ja, ist im Schnee oder so? Nee. Also bei der Cam, die ich auf dich habe, ist alles weiß. Sekunde, ich mach mal den Stream hier im Discord an, vielleicht ist es besser. So. Würde ich schon. Ah ja, okay. Stream angucken. Ja gut, so viel dazu. Fuck, warum habe ich das Discord angemacht? Heb mich mal bitte auf. Ja. Eben noch beschwert, jetzt ist er selber tot. Ja. Outpoppen. Hier. Lass liegen, tritt sich fest. Liegt da irgendwo tot rum. Habe ich. Kurz hier das anklicken, das hier. Moment, Taste 6 weg, 9 an. Okay. Achso, ja, ich laufe hier eh hin, ne? Ja, ihr könnt mich auch aufheben. Aber Enzo wäre näher dran. Was? Du bist da und wo? Ja, lauf erstmal kurz im blauen Kreis, damit du das aktivierst da. Zu Glück kommen wir es mit. Dann können wir hier am Wasser uns ein bisschen die Base aufbauen und dann können wir danach das dorthin stellen. Ich bin nicht multitaskingfähig, ich hab gerade meine Frau geschützt. Achso. Deswegen. Ich soll dich nicht ablenken vom Spiel. Nein, das geht nicht. Natürlich, das ist meine Frau, die darf das. Ich hab Scheißerei bekommen. Sag ihr das. Das ist nichts Neues, Gags, das weiß ich schon. Sag ihr das. Da gibt's aber Pampers. Pampers. Ja, was muss ich jetzt hier machen, Rich? Ja, du musst noch ein bisschen links laufen oder so jetzt. Ja. So, habt ihr Sachen aus der Höhle mitgenommen hier? Ja, Trophy Bench, das ist ja ein Witz. Das war's, ja, oder was? Das ist wirklich nichts. Wie gesagt, das ist ja noch die ersten, das sind ja die ersten Missionen, das ist ja gut. Ja, Gags will ja alle Missionen machen, also. Ja. Ja klar, müssen wir ja. Überall einen Haken dran, oder nicht? Ja, bin ich auch durch. Bis ich da bin, seid ihr damit fertig. Eigentlich schon, ja. Wo geht's denn hier durch eigentlich? Hier ist noch Ende, oder? Wir sind so verreckt. Unten oder was? Ja, einfach, unten lieg ich hier. Einfach durchlaufen. Ach, war zu hoch, dann, ja? Nee, zu hoch nicht. Ich bin unten gelandet, hatte noch Leben. Hab dann die Kamera angemacht bei Discord. Und dann stand ein Leopard hinter mir. GZ. Ja, irgendwas mit dem aus der Höhle? Nee, oder? Brauchen wir irgendwas? Nee. Häutungsbank, Trophäenbank, Textilienbank und Regenauffangbecken. Oh, doch nicht. Was ist denn mit euch? Das war knapp. Also, ich dachte, ich habe vorher trainiert. Ja, aber anderes Gebiet, da war es kalt. Wir haben eine neue Strategie entwickelt, Gex. Ja, schnell sterben. Wie wir noch mehr aus dem Speedruns rausholen. Okay, ist das legal? Ja. Ohne Befreien? Ja, natürlich. Naja, bei euch, ja. Weiß ich nicht. Nein. Ja, Befreien benutzen wir trotzdem. Ja, da sind alle schon vorbei. Aber die Variante hat mit dem Befreien erstmal nichts zu tun. Okay, hab ich. Aber du kriegst in derselben Zeit das Dreifache. Schwere Wüstenstürme. Boah. Ja, perfekt. Wisse, zum Glück bin ich noch nicht in der Wüste. Okay, dann wo liegst erzähl du? Mal. Ach du Heilige. Jeder fängt die Mission zur gleichen Zeit an. Dolo. Mhm. Dann joint der Erste, der fertig ist. Bei dem Twink oder so. Oder mit dem Twink im Hin und Her, bei oder? Dem nächsten rein, genau. Wenn man mehrere Charaktere hat, kann jeder die Mission so in 20 Minuten dreimal abschließen. Also mit Twink rein, okay. Ja, das verstehe ich. Und das sind dann halt 450 Credits in 20 Minuten und 180 Exotic. Das ist geil. Und cool. Wenn man mit mehr Leuten das machen würde, dann würde das halt noch mehr entsprechend. Okay. Moin Jeroka, was geht? Ah, shit, überladen. Ja, warte mal, wo bist denn du da hinten? Ah, Crafting.
Was brauche ich für eine Werkbank? Ich brauche noch Steine. Ich baue mal hier einen Cliff kurz eine Höhle. Aus der Wüste raus oder was? Nee, oder? Was brauchst du? Ich baue hier mal kurz eine Hütte ran. Ja. Das ist ja Wahnsinn, ey. Was denn? Ach. Ach, hier seid ihr runtergefallen. Schleichmodus. Wo bist du? Hier. Was? Nein, ich mein Gex. Du musst links rumlaufen. Links rum? Ja, das bietet kein Shelter. Was soll denn das? Ja, du musst hinten eigentlich noch zumachen. Ich bin noch an der Höhle dran. An der Wand. Das freut mich, Jirka. So muss das sein. Ja, geht die Wand. Nicht. Das funktioniert nicht immer. Dass er die Wand erkennt als. Ich hab grad irgendwie versucht zu verhindern, dass mein Rechner neu startet, der Streaming-PC. Weil der will jetzt eigentlich neu starten. Ich hab's verschoben, jetzt 80 Tage. Okay. Und der will trotzdem jetzt mal neu starten. Reicht so, oder? Ne, nur Schalter bei mir. Ah, jetzt. Aber nur wenn du vor mir stehst, glaube ich. Ah, lol. Oh Mann. Er bodyblockt das Wetter. Warum läuft denn dieses Mammut so krass hier? So, Elefant. Oder Elefant. Ist irgendwie weggelaufen, keine Ahnung, vor irgendwas. Seid ihr jetzt, muss ich jetzt hoch zu euch wieder? Wie hoch? Ich bin jetzt runter den Berg, muss ich wieder hoch? Hier, seid ihr oben? Oh, warum haut der Elefant nicht? Ich sag doch, das ist jetzt die ganze Zeit hier. Das ist noch einer sogar. Okay, wann war ich? Geh weg, Elefant, Drecksvieh. Geht's jetzt? Theoretisch hätte einfach eine die Mission triggern können, zurücklaufen, hätten wir das schon aufbauen können. Ja. Wenn du das schon hast, oder? Was Screenshot hier, wo ich gerade hocke, kannst du die Shelter suchen, also dann kannst du den Sturm Level zurückdrücken. Wenn wir theoretisch das schon gebaut hätten vorher, hätte es gezählt? Ja. Also wir müssen es vielleicht nochmal neu platzieren. Oh. Wir müssen es ja sowieso in die Stelle rein. Steht da irgendwas geschrieben, dass ich hinter was machen muss, oder? Ja, ist aber kein schönes Wetter, ne? So. Ja, nee, das ist starke Stürme. Können wir schon so ein Lagerfeuer klatschen, ja? Klasse. Ach, ihr habt schon da, okay. Ach, ihr macht jetzt. Ich hab Fleisch dabei, Fleisch! Also dann, warte, dann tue ich mein eigenes Lagerfeuer. Tu mal Fleisch wieder rein. Das andere Fleisch rein. Der Traktor beschwert sich wegen Essen. So. Irgendjemand hat Fleisch rausgenommen hier. Jetzt, okay. Ich finde keinen Shader mehr. Aber es steigt doch nicht. Braucht irgendwie mit Oxy? Ja, hab ich noch. Komm schon, ein Fleisch essen hier. Ja, Gex, du brauchst Oxy, oder? Ja. Ich hab noch drei in der Tasche gehabt, da hab ich gezuzelt, aber kann sein, dass ich noch brauch. Ein Fleisch, bestell ich nicht mehr. Ich hab neben dir gelegt. Gesehen, ja. Okay, habe ich. Ich sehe gar nichts. Ich hatte mir schon überlegt, diesen einen Hammer zu kaufen. Aber schon coole Stimmung hier. Cool gemacht hier mit dem Häuschen. Ich habe hier kein Shelter drin, man kann irgendwie noch einen Holzboden bauen. Am besten bestimmt. Vorne unter die Leiter. Ja, kann Holz. Ja, kann ich. Vorher gefahren. Wo willst du es haben? Am besten so, dass es hier unter den Lagerfeuern quasi ein Holzboden wäre. Ich würde die einmal ausmachen. Das vielleicht. Unter den Lagerfeuer, also. Ich glaube, du musstest die vielleicht von außen an die Dinger ran versuchen.
Also, dass du außen. Das dockt halt hier und da an. Das ist doch Mist, dass das nicht dockt. Es dockt hier und da an, anders geht's nicht. Ich kann's dir mal geben, kannst du mal schauen? Hat dich. Ach, jetzt ist eh der Schuss. Das ist erst ein Boden, aber ja. Ist gedroppt. Soll eh Sonnenschein sein. Häutungsbank, Trophäenbank, hey, das ist. Ne, Rage Quit. Ich mach mal eine Werkbank. So. Da ist der Boden, ne? Habe ich schon gepflanzt. Der Boden? Ja. Ja, wir können jetzt gleich zu einer anderen Stelle gehen und dann dort. Müssen wir wo irgendwo hinbauen, eine bestimmte Stelle? Ist da irgendwas? Ja, da wo der Kreis ist auf der Map. Wo ist. Ich sehe den gar nicht. Wo ist denn der? Bei mir ist gar kein Kreis. Da ist ein blauer Kreis. Genau, über uns. Über uns, neben uns. Ach, lol, okay. Deswegen habe ich es nicht gesehen, weil wir schon da sind. Ich habe irgendwo im Schwarzen was gesucht. Das ist ja gar nicht gewöhnt, dass es so nah ist. Ja, ich habe gesrollt hinaus und 4 Kilometer, 400.000 Kilometer geschaut. Ich nehme schon mal Holz mit, was geht. Ja, was anderes brauchen wir eigentlich noch nicht. So, 418 Holz müsste erstmal reichen für den Start. Noch ein paar Steinchen. Die Mission kann man ja rushen, die ist doch bestimmt geil. Immer wieder mal. Oh, eine Kokosnuss hier. Habe ich geklaut, die Kokosnuss. Aber jetzt schon durchrushen, oder? Bis Montag. Hier. Spiel. Joa. Alles klar. Ich denk schon. Durchspielen. Das Finale. Das Finale. So. Oh. Bisschen überladen. Ich schmeiß die Lilie weg. Baumholz habe ich auch. Wilder Tee. Gerade erstmal zuzeln hier. Ist das eigentlich oben oder gehen wir rechts hoch? Also gehen wir vorne hoch? Ist es da? Ich brauche hier gerade am Wasser eine. Eine kleine Hütte. Achso, gehen wir nicht direkt dahin, wo wir hin müssen oder was? Hier unten sind halt Bäume und Wasser, darum. Wir bauen hier fix alles, gehen dort hoch und setzen das da oben hin. Achso, ich habe eines eigentlich mitgenommen. Hätte ich jetzt gesagt, so, oder? Boah, was ist doch gleich da. Na gut, dann. Also ich habe 100, 200, 300, 400, fast 500 Holzsteine habe ich auch. Also, kein Problem. Dann komme ich da hoch. 4 Minuten. Ich muss nur ein bisschen loswerden, einen halben Kilo, weil ich. Dächer haben wir, Böden haben wir, bräuchten noch 2 Wände und 2 Dachschrägen. Kein Problem, 2 Wände. Wird gebaut. Einheit einsatzbereit. Ja, Glück gehabt. So, jetzt findet es wirklich Nacht hier. Wir eigentlich Schwefel nehme ich auch kurz mit. Was wir brauchen überhaupt. Immer noch nicht. Okay. Weg. Jetzt geht's. So. Okay. Ich hoffe mal, das funktioniert mit dem neuen Starten hier. Das wäre wild sonst. Also so hätten wir echt die Mission machen müssen, also reinfolgen, also entspannte Mission. Wir müssten quasi jedem Menschen sagen, der das Spiel anfängt, dass du diese Mission mit dem Boss nicht machen sollst. Das macht dann schon ziemlich das Spiel am Anfang zu schwer. Jetzt hätte man schon mal machen können. Jetzt wäre sie so angemessen. Ja, jetzt wäre es okay. Jetzt wäre es okay. So, ich kann die Dächer auch direkt draufsetzen.
ist denn das mit der Cam heute immer? Bleibt mal hängen. Ach, da seid ihr. Okay. So, ich klatsche dir mal Werkbank hin oder so. Hab ich noch genug Mats für alles? Werkbank. Wird gebaut. Ach, jetzt macht ihr immer so hier. So einen auf cool mit Dachschrägen. Ja. Kann man ja auch mal machen. Na klar. So, was wollen die noch? Textilienbank wollen sie auch haben, oder? Ja, das ist ja. Ist ja schräg, was sie alles haben wollen. Require Shelter. Hä? Ja, weil hier noch zwei Wände fehlen. Aber wenn du Graddach hast, dann geht das sogar, wenn das Haus nicht zu ist. Ja, weil es weniger offen eine Fläche hat, ja. Ich habe zwei Wände noch da. Holz? Ja, ja. Wunderbar. Ey, das ist bei mir nicht immer. Also rechte Maus, also Deploy. Jetzt erst. Ja, dann. Textilienbank. Jetzt werden irgendwelche Pfeile gemacht. Feuersteinpfeile. Ihr seid sehr abgehoben jetzt hier. So, ich könnte mir auch noch einen Bogen herstellen. Wo geht's denn hier hoch? Ich Holz. Beim See. Schmeiß mal das ganze Holz rein, bitte. In Richtung Gelb. Oder ein Teil oder irgendwas. Holz. Wood. Ich hol noch mal ein bisschen Holz. Ich muss nur schauen, was ich für die Bänke alle brauche. Okay, das ist. Wieso zählt es nicht? Doch. Hab rein 100. Danke. Haltungsbank wird auch gebaut. Wie viel braucht ihr noch? Oxiding. Also ich hab noch 101 Holz. Ja, dann brauche ich eigentlich gar nichts mehr. Dann sind wir eigentlich fertig. Haltungsbank. Eine Trophy Bank machen und Rank. Will er irgendwie nicht bauen, hat er aufgehört. Dann machst du auch mal. Liste leeren. Haltungsbank. Komm, bau. Herzart. Habe ich die Trophy Bank gelernt? Ich glaube schon. Schaut ihr denn, wo ist sie denn? Und noch ein paar Steine. Ist hier oben irgendwas? Ey, das ist so dunkel hier. Ein Stein hier oben. Doch, ja. Ich hab Steine, genug. Ich brauch jetzt die ganzen Sachen mit dem. Der Elefant schießt einen Puma. Ich sehe halt nichts, es ist so dunkel. Kannst bei Steam auch einen Kommentar schreiben. Das Spiel ist nachts zu dunkel. Regenauffangbecken wird gebaut. Mhm. Damit sind wir doch fertig, oder? Nee, Trophäenscheiße, da finde ich gerade nicht. Was fehlt da noch? Trophäendingsbums, weiß nicht, wo die ist. Ich habe die, glaube ich, nie. Ich muss die mal lernen. Wo ist denn die Hütte? Hier oben. Da im Blauen. Technikbaum. Habt ihr. So, ich hab. Mit zum Essen hier. Diet, diet, blink, blink. Technikbaum, wo ist denn diese Scheiße? Leider brauchen wir Kupfer und Eisen, ja. Hab ich alles dabei! Ein Ofen auch? Nee, aber ich bin mega überladen. Ich bring das aus dem Stadtgebiet mit. Ich stell einen Ofen her. Ja, dann Stein her. Ich schmeiß einen Stein hoch Ofen her. Ich hab nämlich zwei. Wird gebaut. Die zwei ersten Höhlen direkt am Spawn. Komplett leer geräumt. Ich komm, Digga, geht denn da draußen ab, ey? Seitdem laufe ich hier mit 300 Kilogramm Übergewicht rum. Warum sagst du nichts? Ja, deswegen brauche ich so lange. Warum sagst du nichts? Ja, ich wollte einfach mal durch die ganze Map mit Übergewicht laufen. Wird gebaut. Einfach mal so, weil man. Einfach aus Trotz, damit ihr länger wartet. Ja, einfach habt so. Habt ihr ein Food oder sowas? Ich wollte einfach mal aus Überraschung hier gucken. Habt ihr Fleisch? Klick, 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 klick. Ja, ich hab Fleisch. Uno-Fleisch zum Essen? Mit Schab ich jetzt. Ich brauch noch Kohle als Brennstoff, bitte. Pack mal irgendwo ein Lagerfeuer hin.
Achso, ich hab die alle und ich baue noch eins, wird gebaut. Ey, aber 100 Eisenerz nehme ich mir für Pfeile raus. Das habt ihr davon. Für was denn? Die Mission ist fertig. Die Mission ist fertig. Damit ich einen von euch hinterrücks erschießen kann. Feuer ist steht. 20 Holz drin. Achso, ne, schon Ding, bitte nicht. Endlich mal wieder hell hier. Okay. So, hoffentlich fängt hier nicht Feuer. Aber. Gut. Ja, für die Nägel brauchen wir einen Amboss. Das heißt, dafür brauchen wir hier. Wie viel 40 Eisen. Ah ja, easy. Das haben wir. Ja, passt. Ich hab genug mitgebracht. Ist doch okay. Ich hab das gewusst. Ich wusste, wir brauchen das. Ah ja. Aber schon viel zu krass die Mission jetzt, dass wir schon Eisen brauchen und sowas. Boah, voll krass, ey. Auf jeden Fall. Also ja, fast Rage Quit, weil. Ja, imagine, du hast diese Boss-Mission vorher. Lass rausgehen, komm. Ist zu hart. Ja, abbrechen. Ach, Gags, auch für dich die Info, ne? Zwei. Die Entwickler haben tatsächlich. Ja. Vielleicht doch. Die Entwickler haben tatsächlich mal ein paar Kommentare von Änderungsvorschlägen geliked. Und da war auch einer dabei, der den Respec angeht. Da hat einer einen sehr langen Text geschrieben, Kurzfassung ist, warum man das nicht auf die Art macht, dass man eine Mission einführt, die wirklich eine Zeitdauer von 4 oder minimum 5 Stunden hat. Also, dass man wirklich so lange braucht, dass es schneller nicht geht, mit am Ende einem Endboss oder irgendwas. Und wenn man den gathert, bekommt man ein Item, mit dem man respecken kann. Einmal. Dann ist es verbraucht. Das heißt, jedes Mal, wenn du respecken willst, musst du die 5-Stunden-Mission machen. Ja, dann können sie auch gleich dich das Spiel in den Arsch schieben. Nee, also, ich finde das vollkommen okay. Ich weiß nicht. Das war klar, der Gags, der braucht... Die Idee ist halt gut, weil du musst dann richtig was für tun, damit du respeckst. Ich finde, ganz ehrlich, man sollte ein Free-Respec haben und dann das mit der Mission. Oder einfach irgendwas bauen müssen auf Tag 3 oder 4 wie bei, und dann muss man einfach respecten. Ja, aber dann kannst du das halt endlos bauen und das ist alles genau, das ist das Problem. So werden die Leute angeregt, sich wirklich zu überlegen, wie sie respecten, weil wenn sie es wieder falsch machen, müssen sie wieder eine 5-Stunden-Mission machen. Ja, das wäre dann wirklich halt, wenn du wirklich dich verändern willst und nicht, wenn du einfach nur irgendwo dummen Müll gemacht hast. Ich habe mich eh verändert, alle sagen das. Ich ja, weiß. Ganz schön arrogant geworden, das stimmt schon. Also jetzt, wo du saß, fällt mir das auch auf. Ja. Gestern warst du noch anders. Ich weiß. Mir gibt mir Mühe. Naja, ich meine, ich habe perfekt gespeckt. Das ist mein erster Char. Ich habe rumprobiert. Dann scheiß auf respecken, Talentpunkte einfach haben. Das war's. Oder? Wozu respecken, Talentpunkte geben? 2 pro Level. Dass man alle 12 Talentbäume durchskillt. 20 Eisen hattest du schon rausgenommen, ne? Warte mal, wir brauchen noch wie viele Nägel? Was ist die Trophäenbank überhaupt? Könntest du mir die sagen, wo die ist? Dann skill ich die auch mal, damit wir auch mal sehen, was das da. Die ist dort, wo auch die Küchenbank, der Potbelly Stove und die Schlachtbank ist. Ist das Rang 1? Nee, das müsste Rang 2 sein. Ach du Scheiße. Ja. Doch, hab ich. Zack, dankeschön. Reicht das Eisen? Nein. Wie nein? Doch, das reicht. Irgendwer hat da schon 20 Eisen rausgenommen. 50 Nägel, okay. 12 Seile. Ja, 5 Eisen sind doch 50 Nägel, oder? Ja, nee, Kupfer brauchst du mal, 5 Kupfer. Barren. 5 Kupfer barren. Aber so eine Mission nicht mehr echt gewünscht am Anfang, dass du so das bauen musst und dass du so von Mission zu Mission immer so ein bisschen weitergeführt wirst, in jeden Tech-Rang. Dass du. Das wird's ja, ist ja. Ist es? Ja, du hast in jedem Quest-Hub eine so eine Mission mit aufbauen. Achso. Jetzt, du hast einfach nur die Quest in der falschen Reihenfolge gemacht. Ja, das ist wegen Smarty. Der Quest-Hub ist halt nicht optimal, oder dieses Quest-Design ist halt nicht optimal gelöst. Und zum Aussuchen, ne? Es müsste eher so sein, dass du schon die Scanner-Mission, also freischalten, scannen, dann Hub aufbauen und dann fängst du schon mit einer kleinen Basis an.
Sei es, dass es die Basis ist, die du bereits aufgebaut hattest, oder sei es, dass es eine kleine vorgefertigte Basis ist, wo vielleicht so, ja, Bergbar. Das ein bisschen weniger als das, was du vielleicht vorher gelernt hast, so drin ist. Ja, oder einfach genau das, was da steht, hast du einfach da. Fix. Ja. Hast du ja schon gemacht. Und ich glaube, dann wäre das Game auch für die Leute viel zugänglicher. Ja, weil du hast es ja gebaut und danach hast du das einfach da stehen. Es musste nicht genauso sein, wie du das gemacht hast, einfach so ein fertiges Modell und das war's. Was hast du, so eine Mission auf die andere aufbaut. Das wäre ultra. Schreibt es mal, damit es liken. Hat noch mehr Holz? Ich hab noch, aber nur 40. Das reicht nicht für die. Pack mal alles in die Werkbank. Pull mal den Elefanten in unser Haus. Ich pull dich auch gleich mal, ne? Ich hätte zweimal etwas liebsüßer hier. Weißt du, was ich sinnvoll finde? Was ich sinnvoll finde, dass wir ein Regenauffangbecken in die Wüste stellen. Das finde ich gut. Also das, da wird einem das richtig... Ja, einmal im Jahr? Ja, das wird kein Mal im Jahr. Meinst du, wir sind genau dann an der Stelle dann da? Ja, muss er wohl. Das geht's ja nicht. Jetzt aber nicht so. Und was ist, wenn das in der Wüste Taubwetter, den Tau auffängt? Den Morgentau? Bin mir sicher, dass das genauso programmiert war. Können wir nicht irgendwas kaputt machen? Oder wie viel Holz ist es denn? 38. 38 fehlen. 38 Holz. Ja, 38 Holz fehlen. Das ist gut. Bin ich auch. Hat noch wer was? Nee. Ich hab ne Stecke. Ich bin mir sicher, dass noch irgendwo ein Baum steht. Ja, da vorne, da unten. Ich lad schon. Es sind halt einige hier, glaube ich, noch hier, aber das ist schlimm, ich hab mein Messer. Das muss Egex machen, der muss ja Kontext zeigen. Hä? Mir als. Pff. Als ob. Scheiße, also so eine bin ich nett. Wer ist das, Borsti? Jetzt habe ich 80 Tage am Stück Content zeigen. Gibt's auch manchmal Downphasen. 70. Ja, ich habe vor uns mit Spannung erwartet, weil du in die Badewanne steigst, aber. Bist du mich dann enttäuscht, haben wir gesagt, dass ich da nicht geht's in die Badewanne. Finde ich aber gut, dass du es eine Sekunde geglaubt hast. Ich habe gewartet, bis du dort in so einem Borat-Badeanzug um der Ecke kommst. So. Ach, jetzt holen noch mehr alle Bäume hier. Dann hätte ich ja gar nicht los müssen. Das ist der Härtentrieb. So, okay. Dann kommen wir anscheinend jetzt beide zurück. Irgendwas ist mit der Cam in der Wüste, weil das schaut ganz witzig aus. Müsst ihr euch mal geben hier. Das schaut so aus. Die ganze Zeit. Bei dir? Das Rot? Das im Nebel. Nee, das Blaue. Ach so. Lul. Das habe ich ja vorhin gemeint. Wo bist du denn da? Wo ich mir gedacht habe, hä? Bist du im Himmel oder was? I'm an Angel. Aber schon arg Angel. Ich muss mir die Chicken Wings auf jeden Fall merken. Die sind vorgewürzt und eingelegt. Die schmecken übelst gut. Welche denn von wo? Keine Ahnung, hat mein Pflegedienst gekauft. Muss ich mal fragen, wo der die geholt hat. Voll die Scheune wobei hier in der Wüste, ja? Wobei ich auch festgestellt habe, Chicken Wings am PC essen ist nicht so clever. Muss man nur wissen, wie. Ich bräuchte jemanden, der neben mir sitzt und der mir die an den Mund hält, damit meine Hände nicht fettig werden. Toll. The assembly can be slow to trust people. Habt ihr schön und gemacht. But if you keep this up, you'll do well with them. You do? Ja, okay. Und jetzt, wenn wir nächste Mission kommen, haben wir das alles noch da oder was? Nee. Cool. Das wäre das, wie es cool wäre. Ach so. Das wäre die geile Variante, ja. Ja, aber ich finde, das braucht es einfach nicht. Ich finde, es ist so gut, wie es ist. Ja, deswegen wiederholt man sich die Mission.
Was kann ich tun, wenn meine Bäume erst sehr spät laden und Steine so verschwommen sind? Grafik hochstellen. Was hast du denn für ein System oder was hast du die Grafik stehen? Mach auf jeden Fall mal DLSS aus. Das gibt immer Flackern und Flimmern. Bei mir zumindest, bei vielen. Ja, das wird überall empfohlen, das auszumachen. Ansonsten, je nach, weiß ich nicht, wenn du Sichtweite auf niedrig hast oder auf Mittelstellen vielleicht, die ist es halt schneller. Das hat aber schon mal gestern jemand geschrieben, was bei ihm passiert ist, dass die Sachen gar nicht auftauchen, sehr spät. Sichtweite vielleicht verändern. Ein bisschen rumspielen in den Settings hier mit. Vielleicht auf Mittel, Hoch einiges hin und her wursteln. Kommt natürlich auch drauf an, was hast du für eine Hardware. Ja, genau, genau. Was hast du für eine Grafikkarte zum Beispiel? Können wir mal ein bisschen eingrenzen vielleicht hier. Jetzt da natürlich kommt die Frage, dass die Grafikkarte 6 Jahre alt ist oder 12. Na. Gibt noch eine Bandbreite? Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas bei dir zu tun hat, wenn du es alleine spielst, aber könnte sein, wenn du beim Klienten spielst. Weil was man sagen muss, das Game ist schon relativ leistungshungrig. Ja, aber nur, weil es nicht optimiert ist, weil das, was dargestellt wird, von der Leistung her, ist nicht das, was... Also, ist nicht das, was rauskommt. Was für Leistung das frisst. Ist das tief, oder was hier? Eigentlich läuft es gut. Also es läuft schön flüssig und gut, selbst wenn ich alles auf Hochstelle. Nur ab und zu gibt es ja dann so heftige Ruckler. Das wird auch in einem Jahr oder so, wenn die ganzen Fixes durch sind und nicht auch die besser. Optimierungsupdates alle durch sind, denke ich, wird es auch besser laufen, auch mit älteren Grafikkarten. Uiuiui, jetzt bist du aber hier auf der Programmiererseite. Ja, wenn man ehrlich ist, Ares irgendwann auch besser gelaufen. Mhm. Es hat zwar lange gedauert, aber es kamen schon Updates, die Performance gebracht haben. Aber dann, wenn du ein bisschen was baust, wieder vorbei. Du konntest halt am Anfang ein Haus bauen, also ein kleines Haus, 4x4, und es hat geleckt. Jetzt kannst du halt ein Haus bauen, was 8x8 ist vielleicht, und es leckt. Ja, aber ist ja trotzdem... Ja, ist trotzdem... Schon. Ja, klar, na klar. Dass die Performance nicht ins Endlose erweitern können. Die müssten das so dynamisch gestalten, dass immer dass sich das halt so ein bisschen anpasst, so wie bei Forza Horizon. Da kannst du auch einstellen, dass die Grafik sich verändert, je nachdem, damit die Performance immer gleich bleibt. Das fand ich immer ganz cool. Musst du mal ein bisschen sagen, was für ein System du hast, Mr. Knacks, dass wir vielleicht da mehr helfen können hier? Oder was für eine Grafik oder CPU? Dann kann man vielleicht mal schauen, welche Settings dazu passen. Und ob du Solo-Spiel spielst, online oder so, keine Ahnung, vielleicht ist es auch noch ein bisschen Unterschied, ob du Host bist oder mit Klient, je nachdem. Ob du mit Leuten zusammenspielst oder alleine. Und das Schöne ist, dass man in diese Mission trotzdem laufen muss. Das wird einem schon direkt beigebracht. Ich merke, das wäre nicht der Fall. Kann ich nicht so eine Fackel bauen? Find's auch geiler, wenn man... Doch. Also die Strecke ruhig laufen soll, aber halt man am Zielort wieder abgeholt wird, wenn man das dann aufgebaut hat. Uiuiui, jetzt... Das ist jetzt. Natürlich wild. Aber abgeholt wird am Zielort, geht ja nicht. Du bist allein mit der Kapsel, musst du mit der wieder zurück. Ja, aber die können ja wieder hochfliegen und du... Also Gags? Andere Kapsel, von alleine? Ich weiß das nicht nett, ne? Was denn? Aber in der Höhle, wo du gerade bist, ne? Ja. Da funktioniert das wieder. Was wieder? Ich bin schon zu Hause. Ach, Lul. Ja, aber mach das doch nicht so oft. Lauf doch einfach die paar Meter, oder? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich bin ja auch dabei und keine Ahnung, ob ich das irgendwas gelöscht hat oder so. Moin, Technikus. Da brauchst du dir jetzt keine Sorge machen. Bin ich jetzt nicht im Kreis gelaufen? Nee. Das könnte sein. Ja, aber... Nee, passt nicht. Was hast du die. Wolltest du nicht 2 Meter laufen oder was?
Du musst eh auf mich warten, bis ich oben bin. Ja, ist ja kein Problem, mach ich auch. Ich hab schon mal den anderen gerettet. Mhm. Mal schauen, ob der noch lebt, wenn ich da bin. Meinst du, bist du dahin verhungert? Weiß ich nicht, kann sein. Wie sind eigentlich unsere Kapseln gelandet? Wir sind zu viert, oder? Ne, zu fünf. Zu vier, zu vier. Oh, du geht eigentlich. Die das nicht meine. Das war nicht meine. Welche ist meine? Das ist meine. Ich glaube, Mr. Knacks möchte nicht mit uns reden hier, aber gut. Dann versuch zu helfen. Wie geht's dir, Technik? Was hast du geschlafen hier? Ich habe nur noch gelesen gestern dein Mittagsschlaf hier. Achso, ich muss hier komplett aus drum laufen. Ach, du hast von gestern Mittag bis jetzt gepennt. Man stößt mal wieder zu uns hier, so ein, zwei Missionen mit dem Technikus, dass wir auch ein bisschen was zu lachen haben. Also über jemand, also mit dir lachen. Mhm. Are you sure you want to delete Zero? Level 49, spinnst du? Boah. Okay, das ist hart. Was? Zero löschen, ja. Das stimmt nicht, Technikus. Ich bin am Abend ins Bett. Als ich ins Bett bin, war es schon wieder fast dunkel. Ich war den ganzen Tag wach. Erst um 4:30 war ich im Bett. Von daher. Ah, die Ausrüstung ist aber wieder da. Das ist ja schön. Zum Glück, also jetzt ohne Scheiß. Ich hab mir schon Angst und Sorgen gemacht hier. Wäre schlimm, wenn die weg wäre. Ich will du sie kannst loswerden. Die aber zerstören, ne? Wie? Geht das? Also bei den normalen Spitzhacke kannst du auch Rechtsklick zerstören kriegen. Beim Anzug, beim Raumanzug nicht. Den kannst du nicht mal anwählen irgendwie. Achso. In-game. Weil ich habe halt hier diese kleinen Anzüge, den ersten Anzug, weil ich gedacht habe, oh cool, ich kann mir einen Anzug kaufen, hol ich mir. Achso, ich habe auch zwei Anzüge, die ich nicht brauche in der Kapsel. Also will die halt irgendwie loswerden. Post schreiben, warte, sind lass sie liken. Ja. Ich gehört, das ist sinnvoll. Ich brauche auf jeden Fall die Funktion, dass das gespeichert wird, wie das sortiert ist und dass man hier Sachen löschen kann. Was mit der Funktion, dass es sortiert ist, das verstehe ich auch nicht, warum es nicht ist. Aber ich spare mal wieder Sachen immer zu kommentieren, dass es eigentlich normal wäre, wenn es so wäre. Weil es ist nichts normal. Ich meine, ich muss sagen, es passt, wie es ist. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich spiele das Spiel. Und es catcht uns schon. Das hat uns zusammengeführt. Uns vier Süßen. Das ist ja auch abnormal. Wenn man Pfeile nach oben schießt, kommen die gar nicht wieder runter. Ja. Das können sich ja selber umbringen. Das macht ja keinen Sinn. Irgendwie finde ich, dass ihr habt inzwischen so viel bei euch gesehen. Egal, selbst reingehen und sich ein paar Tiere erlegen und häuten und sowas hier. Das ist alles nur Ausrede, Anreiz. Du willst einfach nicht mit uns spielen, ich weiß schon. Weiß schon, sagst doch gleich, dass du uns nicht magst, du Arsch. Ist nicht schlimm. Du hast uns also die Keros-Freundschaft gekündigt. Finde ich gut. Nicht alles erreicht. Hey, so viele Marks, wenn ich mal sehe, wo meine Kapsel ist hier. Ach, da oben. Aber eigentlich hast du doch gar nicht so viel gesehen. Die meiste Zeit warst du doch eh weg und hast gepennt. Ich glaube, der andere stirbt nochmal. Komm, ich tue nochmal vernichten sie ihn. Wenn man retten kann. Angenehme Nacht, du hast geil. Danke für den Besuch, es war mir wie immer eine Ehre. Lass dich drücken. Nacht die Nacht. Servus. Um 11 ins Bett, dann bis zum nächsten. Ja, na klar. Andersrum. Wenn wir dann um 20 Uhr anfangen, musst du 21 Uhr weggehen. Also, da bringt uns auch nichts hier, Technikus.
eine Stunde haben wir Zeit. Ändere mal die Welt. Ich muss noch ein bisschen abbauen. Ich muss den nächsten Platinmeister bekommen hier. Wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich bekommen? Schon gut, oder? So 230 oder so? 450? Irgendwie sowas in der Art. 150. Geil. Das waren noch keine 150, oder? 150 oder 175? 175. Ja, das ist doch okay. Und wir schnell schauen wegen der Ausrüstung. Also mir... Also in der Zeit hat man 750 gemacht. Ja, ist wirklich so. Gut. Das wird jetzt alles umgerechnet. Im Endeffekt geht es nur noch darum, die Mission abzuhacken und das Spiel abzuschließen. Ja, wir haben ja eigentlich alles gesehen. Für mich ist das Spiel abgeschlossen, mehr oder weniger. Also, ist auch nicht. Ich habe auch jetzt keine Lust, hier die einzelne Mission zu machen, werde ich auch nicht tun. Wieso nicht? Weiß nicht, keine Lust. Ich stelle die Luft raus, so ein bisschen. Na, was okay. Ich halt Bock hätte, die 30-Tage-Dings da zu machen. Ja, die mache ich dann am Schluss. Die lohnt sich dann halt wieder, weil... Da kriegst du aber nichts bei dir, ne? Bin ich eine Weile, ist scheißegal, darum geht's mir nicht. Werkstatt, Ausrüstung. Okay, die eine Ausrüstung ist echt weg. Krass. Nur noch mal Fett aufbauen, so ungefähr. Ja, einfach Fett aufbauen, alles mal wieder sehen. So, ich wollte sowieso. Gestern. Wieso? Gestern haben wir nicht alles gebaut, oder? Ich glaube schon fast, oder? Schon sehr, sehr weit eigentlich, oder nicht? Sehr weit, ja, aber nicht alles. Ich würde halt schon gern alles sehen, so was. So. Ja, das Coole ist dann, dass das halt etwas länger hält dann bei der langen Mission. Dann ist das halt nicht gleich weg. Ja, das ist die ganze Zeit rein, raus, rein, raus, rein, raus. Fast schon ausgeleiert jetzt. Ja, das ist halt das Spiel. Das ist halt so. So, ja. was gibt's denn noch hier? Ah ja, haben wir noch Sandblast Exploration? Was ist das eigentlich? Erkunde Ico, das ist wieder sowas. Muss man da einfach rein und raus, wenn sie abgehackt oder was? Bei diesen Missionen, wo Erkunde steht? Die kleinen? So, was haben wir denn hier noch? Nochmal Wüste hier. Field Test Recovery. Sammle die verloren gegangenen Komponenten des Prototyps. Okay. Was ist eigentlich mit der hier? Edelweiß Exploration auch so lang? Nochmal erkunde Icarus. Aber es lohnt sich doch gar nicht, die zu machen, oder? Die Erkundungsdinger. Einige geben gar nichts. Ja, alle geben nichts. Von diesen Erkunden. Deswegen habe ich die auch ausgelassen, die nichts geben. Deswegen habe ich die auch nicht gemacht, genau. Aber die Endmission ist halt, wo alles frei ist, kann man ja mal machen. Die Erkundungen sind halt wirklich nur, du hast den Planeten, also du hast das Gebiet freigeschaltet. Jetzt kannst du das Gebiet bereisen. Bitteschön, mach was du willst. Wenn du einen Haken dran haben willst, kannst du einfach auf dem Planeten landen und wieder hochfliegen. Fertig. Genau, das hier dann machen wir das später. Hier ist. Deposit Liste Resources in Cargo Pod. Okay. Ich würde dann die hier machen, die Mission hier, dieses Field Test Recovery und dieses. Das ist ja auch 30 Tage Mission hier. Das ist auch eine 30 Tage, ja. Muss man da viel depositen? Wahrscheinlich. Es geht. 300 Eisen, 200 Kupfer. Achso. Ja, soll man die machen? Ist ein bisschen größer. Und bei dieser kleinen mit dem Scan? Dann können wir die. Ja. Ja gut, 30 Tage machen wir heute fertig, oder? Ja, ich glaube, ist nicht mal. Wenn wir alle zusammen das ordentlich machen, dann ich bin jetzt gleich raus. Musst du zum Arzt heute? Nein, ich geh ins Bett. Okay. Ja, ich bin müde. Ja dann, direkt oder was? Ja, gleich. So. Aber irgendwie ist irgendwas weg. Auf jeden Fall ist meine
Ding weg hier. Ich hatte noch so. Eine Axt hatte ich noch, aber das macht ja nichts. Eine normale blaue Axt ist weg. Scheißegal. Na schau, vielleicht kommt ja später Cooper nochmal dazu. Oder wenn noch jemand Bock hat, einfach rein kann, ein bisschen helfen, ein bisschen aufbauen, ein bisschen sammeln und eine Mission damit abschließen, kriegt ihr auch Punkte. Und 350 ist okay, finde ich. Multibiom, ui, das ist ja geil. Das klingt ja nett. Leicht. Achso, wir können doch nicht rein. Erst warten, bis wir gewechselt sind. Genau, richtig. When you're working for the ACS, you always know where you stand. You're a tool. Gags übrigens, wir haben ja gestern über Spiele wie Siedler geredet, ne? Mal ewig nichts mehr von denen gehört hat. Ja, heute wurde... Ich habe wahrscheinlich einen Stream geguckt. Ja. Heute wurde direkt was gepostet. Sam Fisher wurde angekündigt eigentlich heute. Habe ich gesehen in Nachrichten. Und Siedler auch was, oder was? So, Siedler hat auch einen Post gemacht. Das wollte ich jetzt. Gute Nacht, ciao. Enzo. Bis später. Jo, viel Spaß euch noch. Danke, tschüss. Ciao, ciao. Beta-Test. Anfang 2022 bewerben. Okay. Ich muss ganz so laut hier. Finde ich gar nicht. Das also scheint es das Spiel doch noch zu geben. Irgendwie. Ja. Und wenn, ist auch nicht so schlimm. Oder? Siedler wäre schon schlimm. Also ich freue mich drauf. Ich weiß oder ich denke mir, dass sie bei den meisten neuen Titeln immer alles versauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so machen wie früher. Das ist die Kindheitserinnerung wieder für den Arsch. Meine Oma hat immer gesagt, think positiv. Also man soll positiv an alles herangehen. Ja, sowieso, nicht, klar. Nicht aber so aber ich, negative Einstellungen. Aber mit dem Schlimmsten echt, dann ist man nicht enttäuscht, wenn es schlimmer wird. Und deswegen ist mein Hoffnungsgedanke, dadurch, dass das mit Siedler jetzt so ewig gedauert hat, vielleicht überraschen sie ihn auch wirklich mal. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Siebenmal umgeworfen und dann quasi kaputt gemacht. Das ist bei fast allen Spielen so gewesen. Aber im Endeffekt eh scheißegal. Es kommt raus, es wird verkauft, es wird gehypt, es wird geschitstormt, es wird wieder gehypt, DLC kommt raus, fertig. Es ist immer die gleiche Rota. Es ist halt leider heutzutage ziemlich langweilig, was immer so rauskommt und was passiert. Kurz Hype, kurz Shitstorm, irgendwelche DLCs, irgendwas, zack, egal, ein Jahr vergeht, alles vergessen, nächstes Spiel dann. Aber so süchtig ist das gar nicht. Ich glaube, die anderen sind schon, es gibt schon viele, die haben mehr der Chance gespielt und Enzo war, glaube ich, schon über 70 hier. Ab Level 40 ist eh scheißegal, Kawasutra, mit dem Level. Ich habe nicht so wirklich viel gemacht. Aber ja, wäre cool, wenn es auf jeden Fall gut werden würde, Fuffi. Nur ich sehe das halt eigentlich so, ja, ich weiß nicht sagen, für mich ist es halt realistisch oder so. Nicht negativ, sondern einfach erfahrungsgemäß. Ich bin seit 88 bin ich im Computergeschäft, sag ich mal. Hab schon viel miterlebt und die letzten zwei der Jahre, so schlimm. Bist du schon über 50? So, nö, 41. Und seit 88 habe ich C65er gehabt. Und hab schon alles mitgemacht, mehr oder weniger. Mit jedem möglichen PCs, Konsolen ging's da und das, was in den letzten Jahren passiert ist, geht auf Kakuhaut. Von daher bin ich froh, dass ich so ein Spiel wie Icarus gefunden habe, dass ich ein bisschen länger spielen kann. Also Invite ist raus an alle, an nicht beide. Bin schon am Landen. So, das ist also jetzt sehr farmintensiv, sagt er. Es geht. Kann sein. Und außerdem, Spiel hin oder her, ist dann zusammen und quatschen ein bisschen. Ist doch ganz nice. Hä? GaxTV 2 steht neben seiner Kapsel und in dem Bild ist er in der Kapsel. Hä? Okay, so viel zum Bugfixes und Memory Issues und was weiß ich. Bitte? Also Reise auf der Karte zum markierten Ort M. Und jetzt, wir haben drei Orte. Und jetzt habe ich mich nach links gedreht und zack, ist er gespawnt in der Kapsel. Auf einmal hat er geblinkt. Perfekt, da kann ja eigentlich jeder zu einem Ort gehen, oder? Theoretisch schon, ja. Ja. Hä?
Der, weißt du, wo bei mir gerade der Grüne? Ach so, du warst bei mir schon. Ganz, ich gehe zu dem ganz weit oben. Genau. Immer schön, wenn man was gefunden hat, was länger als ein Tag dauert. Das ist auch schon selten. Gut, ich begeistere mich ja für viel. Und ich würde auch jetzt, ich würde auch jetzt nicht meckern oder so, spiele hin und her. Ich nehme es so, wie es ist, und es ist geil. Es macht mir Spaß. X. Welchen Punkt nimmst du? Ach so. Wo ist der? Ich sehe nur zwei. Drei Leute, ich gehe zum Blauen nach oben. Ach du Scheiße. What? Okay, dann gehe ich ja. Rechts ist Heißgebiet und links ist Wald. Oben ist Wüste, ne? Dann gehe ich halt rechts. Du willst nie Eis, okay. Ja, aber wir bauen schon eine Meter auf, oder? Hier ganz kurz, oder gehst du sofort los? Ich werde mir auf jeden Fall einen Sauerstofftank bauen müssen, weil ich keinen mitgenommen habe. Und ich werde ein Oxygen-Gedöns bauen. Genau, machen wir so eine kleine Grundding hier, Grundversorgung, würde ich sagen. Beim halt See einmal halt, ne? Ein bisschen Food, ne? Und ja, Langbogen, halt Food, Bärchen und so. Und dann gehen wir los. Okay. Gut. Ja, ich habe einen weiteren Weg, ich gehe schon mal los. Ja, ja? Okay. Ein einfacher Bogen und alles andere habe ich noch. Okay. Das heißt einfach nur dahin reisen und muss man da an diesen Points was machen oder muss man einfach wieder zurück oder wie ist da das? Da musst du dann Ressourcen abliefern. Ach so, wir wollen nur triggern zu sehen, was für welche. Jein, also ich werde dorthin laufen und die Ressourcen dann dort abgeben. Aber also, du weißt ja nicht fahren. Vorher welche, oder? Also ich wüsste vorher, welche es sind. Wenn ihr wollt, kann ich euch das sagen. Na, ja, machen wir einfach, klar, sicher. Deswegen können wir. Ich will wissen, was ich da oben. Das so. Okay. Ist da oben auf dem Sport. Also links. Nein, du wolltest nach rechts, hast, ne? Hast du eine Liste einfach, die du schicken kannst? Irgendwo? Copy-paste? Nee, ich müsste es gerade aus dem Kopf irgendwie machen. Rechts beim Eisgebiet müssten 200 Kupfer und 200 oder 400 Schnee sein. Schnee? Im Eisgebiet brauchen die Schnee? Eis. Ja. Ach du Scheiße. Ja, klar, gibt's doch so wenig. Ah, ja. Das geht hoch zur Station. Das machen und bauen, holen wir für die Station. Achso. Da kommt eine Drop-Kapsel und die holt dann das Zeug ab. Boah, ich hab mir Montag beim Sport irgendwas in der Rücken blockiert. Kann jetzt ansatzweise nachfinden. Ich fühl's, muss ich mir. Boah, das macht jetzt mal gute Besserung auf jeden Fall. Kriegt ja Scheiße hier. Das klingt scheiße. Nachempfinden, was ich fühle, bitte nicht. Never. Das wünsche ich keinem. Aber gute Besserung, dass es dir. Dass du dich bald wieder bücken kannst. Kuss. Also natürlich, ne? Also du weißt schon, was ich meine. In was arbeitet er denn? Wie wichtig, bei welchem Sport? Matratzensport? Oder welchem Sport? Scheiße, Stein gebrockt, ey. Verdammt, bin voll. Okay, also Eis,